Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zurück bei New Remastered. Wir beginnen mit einer neuen Quest und zwar der Beobachter in der Dunkelheit. Eine geheime Versammlung verdorbener Omnio-Magier hat sich in einer abgelegenen Höhle zusammengefunden und Sakai. Oder Saika-Söldner angeheuert. Sir Anjin, ich möchte, dass du die Söldner bezwingst und die Versammlung zerschlägst. Die Krieger der Saika haben sich nach der Eroberung der Provinz Ki verstreut wie Wolkenfetzen und sind nicht mehr die schreckliche Streitmacht von einst. Es ist jedoch nie klug, Männer mit Schusswaffen zu unterschätzen. Sei vorsichtig, auch die mag ich aber am liebsten. Demnächst müssten wir auch mal wieder Zeug einkaufen gehen. Tief in dieser Berghöhle, die niemals das Sonnenlicht erblickte, praktizieren Omnio-Magier bei Tag und Nacht ihre seltsame Magie. Es gehen Gerüchte von Magiern um, die Menschen entführen und opfern und keiner der Einheimischen wagt sich auch nur in die Nähe der Höhle. Welche Höhle ist das? Die Höhle. Ja, ich erinnere mich. Hier war der komische weiße Omnio-Magier, der mich einfach umgebracht hat. Oh. Ja, ne? Wir machen mal was. Direkt am Anfang erstmal ein bisschen was reinhauen hier. Und was bist du gestorben? Oh, Einäugiger. Oh, Mist. Okay, gut. Ach. Das mit dem Höllenloch. Okay. Didens. So, hier komme ich durch. Und was seid ihr denn gestorben? Tödlich gestürzt? Seid ihr alle gestürzt? Tatsache. Sind sie einfach alle gestürzt? Ja, hoffentlich passiert das nicht wieder auch. Okay, gut. Den haben wir schon überlegt. Kingos Rüstung gab's von dem. RRR. Irgendjemand hat mich schon jetzt hier gesehen. Der. Okay, einen haben wir noch übrig. Ich will nicht tödlich stürzen, das ist mein erstes Gefühl hier. Nein. Oh Gott.
bin ich davor gelaufen, kam nicht weiter. Oh Gott. Okay, die sind alle in der Ecke tödlich gestorben. Gehen wir doch mal fei hier zurück. Oh. Die Herren. Wie ich einfach niemanden getroffen habe. Ruhe jetzt. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und da kommen wir. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Okay, also, ich weiß, an was ihr gestorben seid. Glaube ich. Und Mio mag, ja, genau. Nein. Du bist nicht der Tödliche, den ich meine. Okay. Wir machen erstmal was anderes. Nehmen wir erstmal die hier auseinander. Hä? Achso, das ist nur ein Weg, außer zu komische Abzweigung. 200. Oh, okay. RP. Okay, jetzt haben wir hier noch einen. Okay. Können wir hier direkt durchlaufen? Das sind nur kleine Einbuchtungen. Hier den nächsten Drago-Hunter. Drago-Hunter. Ich will immer noch alle Gesten haben. Auch wenn es wahrscheinlich sinnlos ist, weil man da schon eine Trophäe bekommen hat, aber das ist mein Ziel. Ich will alle Gesten haben. Hey, geht's gar nicht weiter. Wo ist denn dieser? Ja, das habe ich gesucht hier. Okay, müssen wir klären. Kommen die jetzt? Kommen die jetzt? Wieso werden mir die nicht auf der Karte angezeigt, dass es böse sind? Gar nichts Neues. Ausgerüstet. Oh! Da hat einfach einer ein Handrohr. Der muss als erstes dran glauben. Okay. Drüben. Mal hinunter.
Okay. Gut, lief besser als gedacht. Jetzt hat er so schnell sein Handtuch rausgeholt. Das ist ein Stinker. Okay. Können sie mit ihrer Magie nichts machen, wenn sie mich nicht sehen. Wir sind ja wieder auf Handrohrsuche. Da ist nichts, da war mal Kodama, glaube ich. 242, eieiei. Das darf ich nicht vergessen. SGF-52. Das kann mir doch niemand erzählen, dass sich das jemand ausgedacht hat. Okay, wir gehen mal hinten erstmal die Kiste aufmachen. Ach nee, war gar keine Kiste. War er hier? Ui, Tunfa. Kiste? War ich irgendwo eine Kiste? Okay. Dann war nur wieder vorne die Kiste. Wieso kann man da denn rein? Verdammt. Kann man ja echt rein. Mist. Okay, bist du stark oder schwach? Zeig mal eine kleine Flamme. Okay, gut, das hat ja schon mal was gebracht jetzt hier. Gehen wir mal hier hoch. Okay. Ah ja. Kleines Kistchen. Nehmen wir natürlich mit hier. Also, okay. Das ist also das. Gucken wir mal, ob wir den hier irgendwo machen können. Ich
Das wird ein hartes Stück Arbeit jetzt hier. Okay. Doch nicht so. Verbrannt. Ja, ich hab gedacht, hier geht's voll ab jetzt. So, suche der Dickkopf. Dickkopf, komm raus. Ich hab gedacht, da kommen immer nur diese Unis raus. Mozzafiato. Blauvieh macht auch Mist, ja. Onyo-Magier aufgeschlitzt. Das sieht nur so komisch aus hier. Okay. Ich erinnere mich an die Quest, die ich schon mal gemacht habe. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich sehr stark daran, dass ich die Quest aufgrund dessen nochmal machen musste, nochmal starten musste. Naja, wenigstens können wir uns jetzt ein Level erhöhen. Ausdauer. Körper. Ja. Was soll man dazu sagen? Wäre vermutlich, ganz gut gewesen. Wir müssen das anders angehen. Ich hab doch jetzt hier voll die Technik. Sind die Quests schon besser hier? Oh. Schön. Schön, schön, schön. Bringen wir ganz schön ein paar Opfer da. Ein bisschen leer haben, weil wir müssen jetzt alles nochmal machen. Gut, ich muss ihn also wirklich verlangsamen. Ja gut, so bekommen wir wenigstens ein paar Geistersteine wieder, ne? Oh, warte mal. Das kann weg.
Das kann auch weg. Wollen wir nicht anziehen? Wollen wir anziehen? Gouverneur auch nicht. Ritterlichkeit auch nicht. Kingos Rüstung, kommt die doch weg hier. Es scheint es, als ob entweder alle Kingo anhaben oder unübertroffener Typ. Seltsamerweise. Oder Nobunaga. Ja, also scheinbar muss ich immer erstmal die Todesfallen wieder reinrennen, weil ich mir doch immer denke, dass es einfacher ist als gedacht. Scheinbar ist das so. Ach ja, 8 Geistersteine nur, das war auch schon mal mehr. Gut, dann reiten wir mal los hier. Das Gute ist, wir können ja hier die alle links und rechts liegen lassen. Mist, wir müssen um die Ecke gehen. Jetzt haben wir hier vorne noch jemanden. Okay. Ging auch. Es wäre zu schön gewesen, wenn wir das in einem Rutsch geschafft hätten. Erapi. Du bist dran. Oder was? Du oder was? Beckvorrieb. Wir nehmen erstmal das hier in uns ein. Und das hier nehmen wir auch direkt mal. Joko-Becher, dankeschön, dankeschön. Drago-Handtuch. Das Problem an diesen Omni-Magiern sind ja nicht unbedingt die Magier selbst. Und ihr Aufgebot, sondern die doofen Yukaide noch zwischendurch herumstehen. Oh nein! Oh, das ist jetzt das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Oh Gott, kommt einer. Das Vieh, ey. Okay, gut, das ging noch. Der hätte eigentlich nicht hochkommen dürfen. Ja, bevor wir unseren letzten
Kugeln da auch noch verschießen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.